neun Leute. Einen wunderschönen guten Tag. Ich dachte, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit auf ein kleines Follow Me Around an einem unfassbar heißen Tag in Frankfurt, jetzt schon, ekelhaft. 2 Sachen stehen heute grob an. Wir gehen jetzt zuallererst ins Whisky for Life in die Fahrgasse und trinken da erstmal schön einen Schnaps. Und danach geht es noch hier hinten wieder hin ins Switchboard für den Podcast. So, willkommen zurück. Michel von Mayen hier. Ich bin jetzt in der Fahrgasse. Straße rüber. Ich bin quasi nur noch einen Meter entfernt vom Whisky for Life. Ich muss erstmal in den Schatten. Es ist wirklich unfassbar heiß heute. Es ist so Wetter, wo man merkt, dass Gott uns Drag Queens hasst. Ich habe schon leichtes Tages-Make-up aufgelegt, wie man vielleicht sehen kann. Ich mache mich jetzt gleich dann im Laden noch komplett fertig, weil jetzt schon mit Perücke loszulaufen und denke, das war unmöglich. Unmöglich. So. Ist immer nichts los in dieser Straße im Vergleich zum sonstigen Frankfurt. Ja, da hört man den Dom. Toll. Schön. Ja, wie gesagt, erstmal schön jetzt ins Whisky for Life einen Schnaps trinken. Und dann gehen wir wieder zurück, quasi den gleichen Weg, den ich jetzt gekommen bin. Und da ist dann noch ein Podcast, bei dem ich mitmachen werde. Dann war es das auch schon wieder für heute. Dann reicht es mir auch und dann will ich schnell nach Hause ins Kühle. Jetzt hoffe ich mal, dass Frank schon da ist. Er ist naiv. Bier. Da ist er doch schon. Pam, pada, pam, pam, pam. Hallo. Aloha. Hi. So, ich mach kurz aus und mach mich fertig und dann bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt schön. Hab mich fertig gemacht, ein süßes Sommerkleidchen, ganz, ganz was Feines. Hier werden Whiskys vorbereitet, die wir gleich verkosten. Hier steht eine Kamera. Da hinten sind Frank und Nils, die wichtige Dinge tun. Und dann wollen wir gleich mal 2 Schnäpschen verkosten. So ist das Licht schöner. 2 Schnäpschen verkosten und dann gucken wir mal weiter. Ich kann noch mal einen kurzen Rundschwenk durch den Laden machen, falls den irgendjemand noch nicht kennen sollte. Ganz viel Whisky. Wer hätte es gedacht? Schöne Sache. Bis gleich. So, Leute. Das war's mit Whisky for Life. Wir haben Premium-Content produziert. Wahnsinn, was wir da rausgehauen haben. Kann man gar nicht. Ja, schöne Sache. Es ist jetzt noch heißer als vorhin eh schon. Es ist widerlich. Ich hasse alle Menschen, die den Sommer mögen. Ihr seid ekelerregend. So, jetzt geht's quasi wieder zurück dahin, wo wir hergekommen sind. Denn da ist jetzt das nächste tolle, weiß ich nicht, Videodreh. Beziehungsweise einen Podcast werden wir heute zusammen aufnehmen. Dafür geht es die Fahrgasse wieder vor, über die Konstablerwache und dann in die alte Gasse. Ich würde sagen, von da melde ich mich dann einfach noch mal ganz kurz. Bis dann. So, Leute. Jetzt sind hier erstmal die Straße. Jetzt gehen wir hier in die alte Gasse. Hier ist in Frankfurt so ein bisschen das Schwulenviertel.
aufpassen, dass mir keiner einen Arsch packt. Ja. Und hier ist dann auch die nächste Location, zu der ich dann gehe. Das ist nämlich das Switchboard. Das ist so das Café der AIDS-Hilfe in Frankfurt. Und da wollen wir schön was aufnehmen jetzt dann. Das Krimskrams schön. Habe ich schon mal erwähnt, dass es unfassbar heiß ist. Das ist die Krawallschachtel. Weiß ich nicht, was ich euch jetzt hier so schön erzählen kann. Also, im Podcast treffe ich dann den Tommy. Den Tommy von den Love Rebels. Und die machen eben diesen Podcast. Und da haben sie natürlich wahnsinnig Glück, dass sie mich da als Stargast gewinnen konnten. Ist natürlich schon auch geil für die. Gucken, was der so sagt. Ich muss mal alt, um jetzt mit einem Selfie-Stick zu sprechen. So, jetzt sind wir auch gleich da. Hier nämlich. Switchboard, kann man das lesen? Ich glaube schon. Da gehe ich jetzt dann rein und melde mich dann nochmal. Bye, bye. Und da bin ich wieder. Schön wie und je. Und da ist der Tommy. Test, test, test. Geht noch gar nicht. Hallo. Ne, wir hören uns aber gar nicht, ne? Nee. Wir nehmen es nur auf. Ja. Und hier sitzen wir jetzt gleich. Und machen einen Podcast. Ja, genau. Gold. In Hotpants sieht man nicht. In Hotpants sieht man nicht. So, das muss ich nochmal richten. Ja. Und dann kann es losgehen. Ich glaube, es wird super. Und dann melde ich mich hinterher nochmal. Tschüss. So Leute, ich bin wieder hässlich. Wir sind fertig. Wir haben Premium-Content produziert, möchte ich behaupten. Wir hoffen es aber. Auf jeden Fall. Tommys erstes YouTube-Video, weil das irgendwann mal hochgestellt werden wird. Ich bin jetzt keine Jungfrau mehr. Er wurde quasi von YouTube entjungfert. Von mir auf YouTube entjungfert. Schaut es euch gerne an, Spitzending. Jetzt haben wir den Dildo nicht mehr da. Jetzt könnte ich lustig den Dildo nachzugehen. Ich gehe jetzt nach Hause, beziehungsweise zu meinem Freund und dusche mich erstmal und mache das hier weg. Und dann schwitze ich noch ein bisschen und dann fahre ich irgendwo nach Hause. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.